Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind zurück in Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier noch in Pribislavitz, wo ich letztes Mal reingekommen bin. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe hier Banditen gekillt. Nachdem sie mich mehrmals gekillt haben, aber ich habe sie am Ende gekillt. Und es wird jetzt gerade Abend und ich soll den Lokator finden, der vermisst wird, als er hierher geschickt wurde und nicht zurückkam. Herr Divisch aus Thalmberg vermisst ihn und ich sollte mal nachgucken, was hier los ist. Da bin ich auf die Banditen gestoßen und hier sind wir jetzt. Und ich würde sagen, weil es hier so gemütlich aussieht und trocken und so weiter, schlafen wir erstmal eine Runde. Und dann gucken wir weiter. Überladen bin ich auch, so ein Mist. Ich habe mich rumgeprügelt den ganzen Nachmittag bis um 9 oder was abends. Gibt's doch nicht. Ja, 6 Uhr. 9 Stunden schlafen. Super. Gut, jetzt. So, gib dir Kranken ein Heilmittel. Ist mir egal, sind die alle tot oder nicht. Oh, so sieht es gleich schon viel besser aus. Mist mal, was war das gerade hier? Irgendwas ist aktualisiert worden. Da, das ist die Quest, die wir machen sollen. Mich dorthin begeben, nach dem Lokator suchen. Also da wurde nichts aktualisiert, glaube ich. Der muss hier irgendwo noch sein. Ich bin hier in dem Gebiet, wo er sein sollte. Ach Gott, das sieht ja richtig nett aus hier. Hat die ganze Nacht geregnet. Die Leiche, die hier lag, ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Ja, wo mag der Lokator sein? Vielleicht ist er tot? Vielleicht haben die den gefangen genommen? Ich suche jetzt mal alle Zelte durch. Vielleicht taucht ja auch noch irgendwie so ein... Ist er das? Nee. Saß jetzt die ganze Nacht da im Regen, gefesselt, hat keinen Ton gesagt. Das darf nicht wahr sein. Okay, das ging ja dann doch gut. Ich habe den Lokator gefunden! Sehr gut. Und ich dachte, mein Gott, was mag da passiert sein? Keine Ursache. Herr Divisch hat mich hergeschickt. Und das war wohl gerade noch rechtzeitig. Viva! Boah. Ich bin Heinrich aus Galitz. Coole Mütze hatte. Ich bin Marius Bielek, der Meisterlokator. Der Meisterlokator. Ich sollte für Herrn Divisch die Gegend begutachten. Na, die Banditen machen keine Probleme mehr. Und wir sollten Herrn Divisch Bericht erstatten. Jetzt noch nicht. Diese Schweine haben mich gleich bei meiner Ankunft geschnappt. Und bisher habe ich nur das Zelt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier noch zu tun. Du kannst mitkommen, wenn du magst. Wie? Danach erstatten wir Herrn Divisch Bericht. Wir gehen mal mit, gucken, was der macht. Vielleicht lernen wir da noch was. Dass du wieder den Banditen in die Hände fällst. Was? Ist etwa noch mehr von diesem Gesindel hier? Nein, nein. Mein Gott. Ich wollte nur... Vergiss es. Wollen wir aufbrechen? Der hat viel zu saubere Klamotten für... Stell die Waffe weg, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Ja, ich hab dich Oh, ein Fall. Ich hab den doch beschützt. Weg mit der Waffe. Gut, alles klar. Der läuft jetzt hier durch den Schlamm. Das wäre eine gute Stelle für das Rathaus. Lokalisiert. Unverzichtbar für jedes Dorf. Hier würde es sicher gut hervorstechen. Es stünde auf einem Hang, wo das Fundament trocken bleibt. Vielleicht aber in einem kleinen Platz in der Nähe der Kirche. Das wäre die ideale Stelle. Wieso? Ich brauche doch kein Rathaus. Bau da erstmal die Kirche wieder auf und baue Häuser für die Leute. Das Rathaus kann doch wohl warten. Wir können doch mal ein Zelt hier Rathaus machen, oder? Aber gut, jetzt erzählt er das hier mal. Warum nicht? Hallo Günther. Guten Nachmittag. Ich wollte schon wieder sagen, guten Abend. Ja, da müssen wir was machen an dieser Kirche. Die Kirche steht also noch. Gut, gut. Ja, da lassen wir so stehen. Ganze Arbeit geleistet. Nennt. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss? Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar. Holz allein reicht jedoch nicht aus. Ja. So sagt's der Meisterlokator und der wird's wissen. Also ich wage jetzt hier... Och, ich bin überladen. Ich wage jetzt hier, wie die Sonne durch die Zelte durchscheint. Ich finde es... Ach, da fängt schon wieder zu regnen. Und der labert vor sich hin. Wo ist er denn hin? Ist er schon... Ich habe ihn verloren! Den Meisterlokator. Sieh mal einer an, hat er gesagt. Und dann war er verschwunden und nie wieder gesehen. Was? Ah, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Der kann doch nicht auf den 3 Meter verschwunden sein. So ein Mist. Meisterlokator. Nach links? Da. So.
Achso, ist er vielleicht herübergegangen. Dieser Meisterlokator, der macht mir nur Ärger. Vielleicht ist er hier rüber. Sieh mal einer an. Da läuft er. Da läuft er doch hin. Hier geblieben! Rennt der Regen dadurch. Guckt sich alles genauestens an. Brauchst du vielleicht eine Axt? Eine Machete? Mein Gott. Hier ist ziemlich viel Platz. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Ja, Platz ist auf jeden Fall hier. Ja, ich weiß nicht, wie lange es da dauert, bis Regenhüte und Regenschirme erfunden werden, aber ich glaube, im Moment wäre das wirklich toll. Tja, mit seiner komischen... Keine Ahnung, dieser Häkeldecke da als Mütze. So geil. Der wichtigste Weg und der Bach. Ja. Und eine Brücke haben wir auch. Ich müsste dringend mal meine Sachen verkaufen gehen. Bin komplett voll und Blitz ist auch komplett voll. Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Ja, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Ortschaft überhaupt hier ist. Also, das haben die sich halt wahrscheinlich früher auch gedacht, als sie die Ortschaft gegründet haben. Der Bach ist nicht schlecht. Ja, also hier werden dann Vorräte und Waren transportiert. Also, was wollte ich gerade sagen? Achso, ich glaube, dass es jetzt also irgendeines der DLCs ist, auf die Ashes oder sowas. Also, es gibt ja ein DLC, wo man irgendwie eine Ortschaft wieder aufbauen muss, aber ich dachte, das wäre Scarlet oder Rovna oder sowas gewesen, aber das anscheinend ist es diese hier. Und da bin ich aber sehr gespannt, was das für ein DLC ist. Das war da wirklich... Oh, gesunde Ernährung habe ich wieder, oh mein Gott. Wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Ja, ich weiß nicht. Also wenn wir das alles wieder aufbauen, bin ich mal sehr gespannt, wie das hinterher aussieht. Vorher, nachher, Vergleich. Ja, Günther, früher haben sie sich damit abgefunden. Wahrscheinlich waren sie da wirklich nicht so kleinlich oder sowas. Weinerlich. Finde ich nur halt heutzutage irgendwie, ich weiß auch nicht. Gerade damals. Steinfundamente? Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Hey. Heute haben wir Heizung und Trockengeräte und Luftentfeuchter, was ich weiß alles, da trocknet das Zeug auch wieder. Aber wenn es halt damals in irgendeinem Fachwerkhaus, die hatten ja nicht mal Fachwerk hier, sondern eher so, ja, weiß ich nicht, das ist schon so ein Holzhaus. Also da drin war es wahrscheinlich schon ein bisschen feuchter, wenn es den ganzen Tag geregnet hat, so wie jetzt hier. Und dann laufen sie mit ihren nassen Klamotten herum und dann dauert es 5 Wochen, bis die wieder getrocknet sind. Also das stelle ich mir schon blöd vor. Da kann ich mir eigentlich fast eher vorstellen, dass sie dann versucht haben, nasse Klamotten und sowas überhaupt erst zu vermeiden. Aber das, ich weiß ja, dass es nicht so war. Ich weiß ja, dass sie sich nicht so sehr vor Regen und Wetter und sowas gescheut haben. Aber mir kommt es halt unlogisch vor, irgendwie. Und wir sind halt einfach viel zu sehr verwöhnt. Viel Platz. Ja, also das sollen wir echt alles wieder... Da verschwinden die ganzen Zelte. Wir bauen das alles wieder auf. Wie soll das gehen? Ich bin gespannt. Es gibt hier schon einen Brunnen? Umso besser. Oh, ein Brunnen! Wie geil ist das denn? Tief reingeschnitten hier. Ein begehbarer Brunnen. Ha, cool. Sehr cool gemacht. Muss man nach dem Ort googeln, ob man da irgendwas drüber weiß. Shit. Ob man da irgendwas drüber weiß, ob es den so gegeben hat, ob der wirklich immer kaputt war. Da vorne ist er wieder. Pribislavitz. Müssen wir mal gucken. Und die Sonne kommt wieder raus. Gut. Hast du alles angeschaut? Ich bin fertig. Ha! Alles Nötige wurde begutachtet. Hast du dir Notizen gemacht?
gespeichert. Okay, und jetzt zurück nach Thallenberg oder was? Sprich mit dem Lokator. Okay. Und Meister Lokator? Kann der Wiederaufbau beginnen? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem ist alles überwuchert. Oh je. Yeah. Das muss alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Da kommt noch die Skalitzer hin. Die machen das dann. Ja, ganz sicher. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Haben wir. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. Fritz und Matthäus, die können es... Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun, aber die Mühen werden es wert sein. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Ich bin gespannt. Wann informierst du Herrn Divisch? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thallenberg. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divisch erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Es wird nicht lange dauern. Oh, jetzt muss ich hier bleiben und, weiß ich nicht, kochen gehen, meine Klamotten irgendwie nähen oder sonst irgendwas. Mir die Zeit vertreiben. Echt jetzt. Ja, willkommen in Pribislawitz. Ach so, oder so. Vielmehr, willkommen zurück in Pribislawitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, oh, Marius. Mist. Ich hab außerdem auf die Leertaste. Oh. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub, Herr. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge. Letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Natürlich. Ich gab mein Bestes, Herr. Ich bin ein findiges Kerlchen. Ich habe Lösegeld gezahlt und hätte gern eine Entschädigung. Was ich getan habe, ist nicht wichtig. Ich habe sie quasi doch getötet irgendwie. Sie ließen nicht mit sich reden. Da sie in der Überzahl waren, hielten sie mich für ungefährlich. Das wurde ihnen wohl zum Verhängnis. Ganz recht, Herr. Gut so. Sie werden uns keinen Ärger mehr bereiten. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislawitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislawitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine ehemaligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Die dringend nötig waren. Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Ach du Schande. Ja gut, gehen wir da mal durch. Wir haben uns umgesehen. Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt und können bereits die Parzellen grob bestimmen. Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf und weiß, was man wo bauen könnte. Natürlich brauchen wir eine Kirche. Der ist ja voll motiviert. Es wäre schön, die alte Kirche zu erhalten. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Allerdings müsste sie umfassend renoviert werden. Sehr umfassend. Das dachte ich mir schon. Wasser und Holz. Hier fließt ein Bach durch und mitten im Dorf befindet sich ein Brunnen. Ja, und das Dorf ist umringt von Wäldern. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land. Optimal. Und noch dazu ausreichend Holz für den Wiederaufbau. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorfanger, richtig? Dem zukünftigen, jawohl. Das Dorfzentrum wird anfangs aus höchstens 6 großen Gebäuden bestehen. Für mehr ist hier einfach kein Platz. Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude, etwas entfernt vom Platz entstehen. Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier mitten im Wald so viel Platz finden kann. Die bisher geplanten Bauvorhaben sind allerdings nur der erste Schritt. Den Platz kann man sich ja machen im Wald. Später wird mehr gerodet, um Ackerland zu gewinnen. Und für mehr Bauernhöfe. Ist ja voll interessant eigentlich. Für den Moment sind andere Dinge eher von Belang. Wie du wünschst, Herr. Das Rathaus. Ein ganzes Dorf wieder aufzubauen, muss ein Vermögen kosten. Wohl wahr, das wird nicht billig. Bevor sich hier Händler und Handwerker niederlassen können, muss wohl oder übel einiges an Geld investiert werden. Einiges an Geld? Wie viel genau? Ja, zu diesem Zeitpunkt gefälschte Geld. Eine genaue Prognose gewagt.
Aber ich rechne mit einigen tausend, wenn nicht gar zehntausenden Groschen. So viel? Ich hoffe, du weißt zu falschen. Natürlich müssen wir versuchen, den bestmöglichen Preis herauszuschlagen. Aber ein Dorf aus der Asche auferstehen zu lassen, ist nun einmal kostspielig. Dorf Dennoch aus der kann Asche. Ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, ich erlebe das noch, Meister Marius. Ah ja, so alt ist er jetzt auch wieder nicht. Ein Dorf ohne Bewohner ist kein Dorf. Du brauchst neue Untertanen. Heinrichs Reich, genau. Vorbereitung des Baugrunds sind viele Arbeiter nötig. Wo finden wir so viele Leute, Herr? Du klingst skeptisch, Junge. Dennoch eine gute Frage. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rathai eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort übersiedeln und helfen. Sie werden davon enorm profitieren, die ganzen Zettler weg haben. Zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt als ein Zeltlager bei der Burgmauer. Sie werden froh sein, Herr. Eine sehr gute Lösung, Herr. Der Mangel an Siedlern hat auch mir Kopfzerbrechen bereitet. Aber jetzt sieht es nicht danach aus, dass das Dorf menschenleer bleiben wird. Ja. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen. Wie geht's jetzt los? Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Sofort. Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt. So schnell kann's gehen. Hab Dank. Neuer Job. Und was das Amt des Vogts betrifft, wie wäre es mit dir, Heinrich? Was? Herr? Ich? Du hast dich bereits bewährt. Ich bin fahrender Ritter. Du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Ich? Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Wahre Worte, Herr. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Einfach Leben. Einfach so. Herr, welch große Wie krass. Ehre. Danke. Dir obliegt die Vogt Überwachung Heinrich. Und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau. Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Vogt zu sein heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Du Scheiße. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. So viel Verantwortung. Außerdem in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Tallenberger Groschen erübrigen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus selbst aufkommen. Ich? Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Ja. Ha. Aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt. Ich war die denke Müller also, dass du zurechtkommen wirst. Ach, du. Ich frage mich, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Das ist ja der Hammer, das ist jetzt voll das Aufbauspiel geworden. Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Aber, ach du Schande. Ich habe noch nie... Ich verstehe deine Bedenken. Aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes. Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, also... Bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin, Herr? Das bedeutet viel Verantwortung. Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeiten. Mein Gott! So schön. So kann's Wir gehen. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rathaier Vogt. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum Vogt bekannt machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich. Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Tallenberg zuwenden. Wenn alles soweit ist,
Lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. Das ist ja was. Jetzt bin ich Vogt geworden. Einfach so Vogt von so ein paar Bretterbuden hier. Ruinenvogt mit einem Streitkolben des Vogtes. Ist der gut? Mit Wucht macht er recht viel Schaden. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wertvoller als mein Streitkolben hier, mein schwerer Kriegshammer. Naja, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet hier. Wucht. Das sind verschiedene Arten des Schlagens, glaube ich. Stich, Schlag, Wucht. Keine Ahnung. Wiegt 4,5 Kilo. Ich wiege auch ein bisschen viel. Gut, wir müssen... Oh. Immer diese blöde Konsole. Ja, wir müssen zurück nach Rathai, also. Ist gut, ich muss Zeug verkaufen. Wie kommt das da hin? Du weißt, wie geil, echt. Hat er das gerade echt gesagt? Das ist Zeug, was ich hier habe fallen lassen von den Banditen letztes Mal. Das lag halt noch da und ich habe mein Inventar ausgesucht und der läuft dann, wie kommt das da hin? Wie geil ist denn das? Cool, also das ist jetzt mein Ort. Hier kommt niemand rein, der hier nicht rein soll. Sehr geil. Was sagt das die Quest? Achso, erst, ja gut, erstmal dahin. Das ist ja was. Mensch. Ich habe ein eigenes Dorf. Ist ja da. Ich muss mal erst mal gucken, ob ich auch alle Kisten geplündert habe, bevor das vielleicht alles weg ist. Nächstes Mal. Vielleicht wird bis dahin schon jemand aufgeräumt haben. Satt halt. Ich glaube, das Gulasch hier füllt 25 Punkte auf. Wenn es 30 Punkte sind, werde ich dann einfach fressen. Wir gucken mal einfach. Ah, perfekt. Alles gepasst. Sehr gut. Aha, eine Kiste. Banditenkiste. Ich kann ja mittlerweile auch sehr schwere Schlösser knacken, also das wird was. Aber was stehlen? Ist doch mein Ort hier. Ach, du Schande. Ist ja ein richtiges Waffenlager hier. Furchtlos. Und das wäre gestohlen dann. Ich bin eh schon überladen. Ja, lass uns. Gut, aber wir gucken die ganzen Kisten noch an, ob da noch irgendwas ist. Tja, die Banditen haben sich hier ganz schön gemütlich gemacht. Na komm. Wenn ich wiederkomme, ist alles anders, sagt Günther. Das ist ja doof. Das heißt, ich muss mich jetzt der Sachen bedienen, die jetzt noch da sind und spätestens sie nicht mehr da. Ja, schade. Ich mochte eigentlich hier dieses Zeltlager. Der schnitzt. Ich fasse es nicht. Wie cool ist das? Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ihr wisst, ich stehe jetzt hier nicht so auf Geld. Lass mal das. Ich bin eh echt viel zu überladen. Wir reiten, denke ich, nach Rathai. Da ist noch eine. Verkaufen Zeug, reparieren. Der Heinrich läuft auf dem Zahnfleisch. Was? Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Genug! Willst du mich verarschen? Knackst vor meiner Nase ein Schloss? Das wird teuer. Ich bin der Vogt! Das Verbrechen sich nicht, oder? Das sind Kisten der Banditen. Ich weiß es nicht. Immer so ein Ärger, echt. Es darf nicht wahr sein, echt. Verflucht. Hier hast du das Geld. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Da steht ja stehlen, von daher hätte ich es ja auch denken können. Kannst du wetten. Und gib mir die gestohlenen Sachen. Ach, geh weg, du fliegst raus. Der landet auf dem Anger. Gut, wir gehen hier. Wir machen hier nichts mehr. Ab nach Rathai. Ich überlege, ob wir
Gott, das ist echt mal einmal quer über die Karte. Alter, ob wir da vielleicht... Oh, da ist eine Quest. Ob wir da vielleicht kurz Schnellreise machen sollen. Ah, die Theresa könnte meine Klamotten mal wieder in Ordnung bringen. Ich glaube, wir machen das. Du trägst zu viel und kannst nicht sterben. Ich bin zu fett zur Schnellreise. Es darf nicht wahr sein. So ein Ärger! Ja, da wird dann bei plötzlich nichts mehr reinpassen. So ein Ärger. Nicht alles. So, ja. 10 Stück reichen. Ah, Junge! Ich krieg halt nichts mehr unter irgendwo. Gut, aber plötzlich kann er wohl noch schnell laufen. Dann reiten wir vielleicht erstmal noch in den nächsten Ort, vielleicht nach Thalmberg oder was. Irgendwo, wo man irgendwas verkaufen kann. Vielleicht nach Thalmberg. Verkaufen ein bisschen was und reiten dann weiter nach Rathal. In Thalmberg gibt es ja auch eine Baderstube, da kann ich mich ein bisschen säubern. Gut, wir gehen zu der oberen Brücke und dann einfach geradeaus weiter darunter. Immer geradeaus weiter, da geht es direkt nach Thalmberg. Okay. Hallo Wasser! Schön, dass du auch reinschaust. Doch, falsch gelaufen. Darf nicht wahr sein, ey. Zurück geht's. Aha, da hinten war irgendwo noch diese Brücke. Da ist sie. Da stand ich, als ich hier ausgekundschaftet habe. Und da hieß es, nein, da geh lieber nicht rüber. Das war uns zu gefährlich. Ja. So. Plötzlich ist der Glück nicht überladen. Der macht das nichts aus, egal wie viel ich in den Taschen habe. Oh, Vorsicht! Ah! Ja, genau, das alte Räuberdorf wird jetzt aufgebaut. Basta. Ich hab's gerade mir angehört, wie das alles funktionieren soll. Und ich bin jetzt Vogt! Unglaublich! Und wurde schon gleich von dem Wächter wieder verknackt, weil ich in eine Kiste reingeguckt habe. Unglaublich. Wollen wir mal kurz kontrollieren? Ja, wir sind ja absolut richtig. Einfach immer weiter. Ja. So, und jetzt habe ich viel zu verkaufen. Die Banditen haben viel zurückgelassen. Schnellreise geht ja nicht. Aber gut. Jetzt habe ich mein eigenes Dorf. Das ist ja kaum zu fassen. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll. Ich weiß auch nicht. Der Divi sagt, ja, ja, kümmere dich drum. Aber ich sag, ja, ja, nee, aber ich habe ja eigene Ziele auch. Ich werde wahrscheinlich ein Vogt sein, der jetzt nicht so wahnsinnig oft dort ist. Vögel fliegen auf. Aha. Ja. Ja gut, wir gucken mal. So, jetzt müsste auch gleich schon in Thalmberg sein. Ja, da kommt die Burg. Guck mal bei der Fräulein Stefanie vorbei, vielleicht redet die endlich wieder mit mir. Oder rein. Ach, jetzt kommen wir vor dem Tor raus, genau. Gut, gut, gut. So, hat man jetzt hier irgendwelche Händler? Wer sind's? Ach, der Herr Robert, oder wie er heißt. Ja, ich glaube, wir haben ja ganz allgemeine Händler. Den kann ich so ein paar Kommunionskelche und sowas irgendwie andrehen. Bist du nicht ein Händler? Kampfplatz. Händler. Ja, das ist der Händler. Beste Grüße. Ebenso. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ich will Geld. Ja, guck mal. Goldener Zierkelch. 2 Stück sogar. Ah. Hirschleder habe ich gefunden bei den Banditen. Sollte ich noch irgendjemand bringen, das war eine Quest. Silberring. Tragen kann ich die, glaube ich, nicht. Kostet aber auch nichts. Vermögen des...
Was? 92 Groschen, oder? Da kommt er zu mir und so, ja, wenn du Geld hast. Ja, wenn du Geld hast, du Trottel. Ist ja unglaublich. Nee, das nehme ich alles wieder mit, so ein Mist. So ein Mist. Warte mal. Eins davon hau ich raus. Sind immer, waren das 2 Kilo gerade? Einmal mit Profis Händlern handeln. Ich könnte jetzt natürlich Zeugs in meine Kiste packen. Ich weiß nicht, ob ich eine habe. Oder Moment mal, vielleicht hat er irgendwas, was ich brauchen kann. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Oh, wer hat hier kein Geld? So ein Blödmann, echt. Retterschnaps, schadet nie. Schatzkarte, habe ich die schon? Wahrscheinlich nicht. Hör damit, ist mir egal. Okay. Okay, gut. Weiß ich jetzt nicht, wie viel ich hier bekommen würde. Ich, 266 muss ich zahlen. Das heißt, ich hau noch was raus für 266 oder sowas. Irgendwie werden wir uns schon einig werden. Alles. Ja, komm. Ah, in Gottes Namen. Ich zahle 34. Gut. Okay. Ach. Mist. Okay, ich sehe gerade, dass ich auch Schmiedesets habe. Ah. Kaputt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Basta sagt, er sieht schon dasselbe Problem wie in Skyrim. Welches Problem meinst du denn? In Skyrim? Okay, ich bin wieder halbwegs sauber. Was sagt das Gewicht? Ich muss noch 2,5 Kilo abspecken irgendwie. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel an Dietrichen dabei. Könnte sein. Die kann man dann zur Not immer wieder nachsammeln, ist ja kein Problem. So, jetzt bin ich leicht genug. Mein Gott. Ah, gut. Da kann ich jetzt Schnellreise machen, das ist gut. Nein, wieder hoch mit dir. Also, Basta sagt, Händler haben zu wenig Geld und natürlich die Sache mit dem Gewicht. Das Gewichtsproblem habe ich immer in jedem Spiel. Immer. Also, falsch. Bin verwirrt. Mein Gott. So, wir teleportieren uns jetzt hier rüber nach Rathai. Was ist das? Neue DLC-Quest? Genau, warte zu Theresa, die soll meine Sachen nennen. Er tut es. Sehr gut. So, liebe Leute, da sind wir. Zurück an der Mühle. Am späten Nachmittag. Ich habe den ganzen Tag vergeudet irgendwie. Voll krass. So. Theresalein. Hast du Zeit zum Nähen? Wo ist sie überhaupt? Im Bett wird sie ja wohl nicht sein. Nicht da. Oh, Tante! Sowas. Vielleicht ist sie einkaufen gegangen. Ach, da ist sie ja. Start trübselig auf Wasser. Ach Gott. Ich habe etwas für dich. Was? Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Ab Dank. Ach so, dreimal verbannt. Denkt ihr, ich klopfe mich die ganze Zeit? Das gibt's ja nicht. Moment mal, ich bin wegen der Träger hier. Wir fahren erst mal. Ich hab was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Na schön. Ich will nicht, dass du wie ein Landstreicher herumläufst. Zeig mal her. Dankeschön. Das war doch nicht schlecht. Aber alles kann ich auch nicht nähen. Da gehörst du trotzdem zu Schneider und was ich. Glockenförmiger Eisenhut. Ich will eigentlich den die ganze Zeit schon nutzen, statt des Warhouse-Helms, den ich habe, aber der ist halt einfach so viel schlechter. Das Ding sieht halt einfach so unmöglich aus. Und ist halt leider viel, viel schlechter. Es ist schade. Gut, na gut. Also, solange wir jetzt noch Tag haben, reiten wir da hoch. Und verkaufen das ganze Zeug und referieren und so weiter. Und ich soll auch noch zum Vogt gehen.
für die Quest. Also, liebe Leute, die Zeit für die Folge ist schon vorbei. Man hätte es kaum glauben können. Es ging sehr schnell rum. Wir hören an dieser Stelle auf und morgen geht es direkt weiter. Ich denke, ich werde jetzt alleine noch so ein bisschen verkaufen gehen. Ja. Und das morgen startet wieder sozusagen frisch und repariert. Übermorgen. An gleicher Stelle wieder neu. Genau, also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was uns die neue Quest mit dem neuen Dorf bringt. Und der nächste Wächter, der mir auf die Finger klopft, der wird auf den Kopf geklopft. Ja, mach's gut, bis dann. Eure Lucida, tschüss.